Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Red Dead Redemption 2. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und heute soll es hier weitergehen. Ihr seht schon, ich war das letzte Mal noch schnell beim Trapper, habe den Alligator abgegeben und habe mir das ganze Zeug gekauft, was der so hatte. Und zwar die Mütze vom legendären Bär, ein Fuchs-Berghut, ein Stinktier-Berghut. Dann hier ist auch unsere schöne Bürgerkriegsmütze, die wir gefunden haben, oder Hut, nicht Mütze. Sieht auch sehr geil aus und dazu wollte ich mir jetzt eigentlich mal ein passendes Outfit zusammenstellen. Ja, und dann habe ich für Arthur seinen Hut auch noch ein Accessoire gekauft. Das ist so eine weiße Blüte, glaube ich, oder weiße Federn an der Seite dran. Aber das ist ja jetzt erstmal alles egal. Wir stellen uns jetzt hier mal was Schönes für den Winter nochmal zusammen. Ein zweites Winteroutfit sozusagen. Ja. Und da würde ich auch den Winterflintenmantel nehmen, weil ich finde, der passt sehr gut dazu. So, Westen. Nehmen wir uns noch eine schöne, kuschelige Weste. Vielleicht hier was Dunkles. Ja, passt ganz gut. Oberteile vielleicht was Helles drunter. Sieht vielleicht ein bisschen schöner aus. Jawohl. Obwohl, nee, das passt nicht mit diesen Streifen. So, hier, so hell, genau, jawohl. Einwandfrei. Hosenmäßig, wie sind wir denn da aufgestellt? Ja, einfach hier ganz normal die blaue Jeans dazu. Hosenträger sieht man eh nicht. Stiefel. So, hier sind unsere Mokassins, die wir uns noch gekauft haben. Auch beim Trapper, aber es ist schon eine Weile her. So, Stiefel. Ich habe ja die Chaps über den Stiefeln drüber. Würde ich sagen, die hier, aber. Obwohl hier mit diesen hellen Ton, das passt eigentlich sehr gut. Jawohl. Sporen. Ja, hier sind ein paar Sporen, können wir schon dran machen. Sieht immer nett aus. Masken. Wir haben auch geile Masken, Leute. Könnt ihr euch gleich mal angucken. Hier Henkersmaske, braune Sackmaske, unsere Stoffmaske, die hat man glaube ich schon von Anfang an. Metallschädelmaske, die finde ich sieht sehr geil aus, wegen unserem Bart aber auch. Wegen unserem langen Kinnbart. Psychomaske sieht natürlich auch geil aus. Aber damit kann man jetzt eh nichts anfangen. Halsschmuck. Ja. Hat da eh drum hier so ein Tuch, deswegen kann man das drum lassen. Handschuhe, da hatte ich mir nämlich welche gekauft, die kann ich euch gleich mal zeigen. Schweineschützenhandschuhe und dann noch die Kavalierhandschuhe, legendärer Biber, die passen doch sehr gut dazu. Ziehen wir die mal gleich mit ein. So, Waffenausrüstung, eigentlich ganz egal. Das können wir eigentlich so lassen, das sieht ganz gut aus. Patronengurt würde ich nur noch den anderen nehmen, den Scharfschützen, der passt ein bisschen schöner. So, und in diesem Part wollen wir mal sehen, was wir hier machen. Ich glaube erstmal das Lager aufwerten. Ich hatte schon ein bisschen was gespendet, aber wir können, glaube ich, was aufwerten. Das werden wir natürlich machen. So, was ist denn hier mit diesen komischen Chaps oder die ich da anhabe? Kann ich die denn nicht ausziehen oder wie ist das jetzt? Weil ich ziehe irgendwie die nur drüber. Habe eigentlich eine grüne. Oder eine blaue Hose an, so würde ich es mal sagen. Taschen. Ja, gut, da können wir unsere Stinktiertasche lassen. Und der Adlerkrallen-Talisman, den brauchen wir jetzt auch nicht. So, Outfits, Ausstattung. Irgendwo muss das doch hier stehen, oder? Mit diesen Chaps, die ich da drüber anhab. Ich dachte, das steht vielleicht auch bei Hosenträgern. Nee. Dachte eher bei den Hosen an sich. Und wenn ich jetzt hier eine andere einstelle, da passiert nichts. Können jetzt ja mal schnell machen. Stellen wir mal hier die ein. Ne, wir haben immer diese komischen Chaps drüber. Da kann ich anscheinend auch nicht viel machen.
Hier sind diese vorgefertigten Outfits. Naja, da ist es so, da lassen wir es so. Sieht auch ganz cool aus. Für den Winter auf jeden Fall eine tolle Sache. So, was haben wir denn jetzt alles auf dem Pferd? Dieses erste Winteroutfit, was sehr schick aussieht. Dann hier mein schönes Landstreicher-Outfit, Schrägstrich Jäger. Hier der feine Gentleman von hohem Stand. Und jetzt auch noch dieses. Ja, das ist doch mal cool. Dann werde ich jetzt aber erstmal ein anderes ausrüsten, und zwar mein Lieblingsoutfit. Obwohl, ich rüste mal dieses aus. Sieht ja auch ganz geil aus. Und das ist ja dann eh auf dem Pferd, oder? Müsste zumindest auf dem Pferd sein. Jetzt ist das blaue Outfit weg. Schade. Ja, ist erstmal egal. Das kann ich ja immer noch mal machen. So, ich hatte mich rasiert, aber der Bart wächst auch schon wieder. In Saint-Denis hatte ich das noch machen lassen. Nach dieser ekelhaften, krassen Amputation. Oh, das war doch heftig, Leute, oder? Wie die den. Ah, oh, ekelhaft. Naja, guckt es euch einfach an im letzten Part. So, wir gehen hier mal ins Kontrollbuch. Und schauen mal, was die Stunde geschlagen hat. So, auffüllen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Jetzt wird es spaßig. Ich hatte hier die echte Feuerkraft gekauft. Und dann gibt es noch, jetzt wird es spaßig. Afas Munition. Erhöhe die Vorräte des Munitionswagens und füge Brandsätze und Hochgeschwindigkeitsrepetier. Gewehrmunition hinzu. Das kostet doch ganz schön. So, und Dutch will etwas gemütlicheres, also da will ein besseres Lager. Das könnten wir uns jetzt leisten. Dann könnten wir auch sagen, wir bauen eine Pferdestation. Kauf eine Pferdestation für das Lager. Hole deine Pferde aus Ställen zu dir oder rufe dein Pferd ins Lager zurück. Ist eigentlich auch ganz geil. Da können wir nämlich verschiedene Pferde hier bei uns lagern. Oder wir bauen einen Hühnerstall. Kaufe einen Hühnerstall für das Lager. Alle Eintöpfe aus dem Lager erhalten etwas Nahrhaftes und gewähren einen Deadeye-Schub. Ich würde sagen, ich mache erstmal das mit Dutch seiner Unterkunft. Dutchs Unterkunft wurde verbessert. Andere Bandmitglieder wurden dazu inspiriert, jetzt selbst mehr Beiträge zu leisten. Oh. Na, das ist geil. Wenn die ein bisschen mehr als Beiträge leisten, dann ist das doch geil. So, und schon haben wir nichts mehr in der Lagerkasse, wie ich gerade feststelle. Das war alles, was wir hatten. Aber wir haben schon genug geleistet. Also lassen wir das auch so. So, Mr. Morgan, whatever did happen with that Mary Gillis? It all came to nothing, Miss Grimshaw. That's for the best. Good. Sure, of course. I never did like her very much. Jetzt sagt sie, sie konnte sie nicht leiden. There you are. Sure. It was here. He had it all the time. Mr. Miller, he'll never let you down. It's so simple. Even you'd get it, Arthur. Well, thank you. What matters? What's always mattered? Surviving. The result, not the means, which I guess is sort of the same thing. We'll survive. We'll keep moving forward. Maybe we'll leave the West far behind. And do what? Give it time. Look at the birds. Look at the beasts. Copy what the best ones do. Boah, guckt euch mal an, wie der Nebel hier durchzieht. Ja gut, Dutch. Der Dutch versucht mich immer ständig zu motivieren. Moin. Hallo, Tilly. Why have you got a guilty look? I don't. Okay. You're up to something, Miss Jackson. Du wirst was im Schilde. So, was machen wir denn heute für eine schöne Mission? Oh, das hat John. Grüß dich, John. Du wirst mich später töten. Nein, natürlich nicht, Leute. So. Was machen wir denn? Hier in der Nähe ist nämlich gar nichts. Wir könnten Mika befreien, da sitzt er immer noch im Knast. Oder, was haben wir hier? Der Javier Dutch hat gesagt, dass wir versuchen sollen, Sean von den Kopfgeldjägern zu retten.
die ihn im Blackwater gefangen halten. Ah, Blackwater ist so heißes Pflaster für uns. Da hole ich lieber erstmal Mika aus dem Bau raus. Gut, dann heißt es jetzt auch wieder neues Gebiet, neues Glück. Na, wo bist du denn? Ach, das kommt im Lager nicht zu mir. Oh, hier ist ein Fragezeichen. Da gehen wir erstmal schnell dahin, Leute. Mika kann da noch mal kurz warten. Ich will reden, ja, na klar. Just don't feel myself. Been out a lot. Sure. Anything fun? Nothing bad. I've been killing animals just for the hell of it. That's it. Well, also killed a bunch of innocent folk. I don't know why. What's wrong with you, Arthur? I just get so angry. About everything, about how this is gonna end. Ja, weiß schon, wie es enden wird, well, Arthur. Aus so einer Scheiße kommt man nicht wieder raus, Leute. We need you. I know. Ach, ist doch schön, wenn er sich immer mal den Frust von der Seele reden kann. Oh, man kann den Eimer tragen. Wo kommt der denn hin? Fülle den Wäscheeimer auf. Sag mal, das haben wir ja noch nie gemacht. Nach so vielen Spielstunden entdecke ich, dass man auch Eimer schleppen kann. Und da ist auch der kleine Kerl, den sehen wir doch auch seit langem das erste Mal wieder. Aber wir sind so wenig im Lager, wir hirschen immer nur woanders hin. Vielleicht sollte man auch mal ein bisschen hier im Lager bleiben. So, hier könnte man auffüllen wahrscheinlich. Aufschütten, jawohl. So, oh, lass dir die Hälfte daneben gekippt, du Schauspieler. So, gleich noch ein bisschen Ehre dazu bekommen. Wunderbar. Aber jetzt ab zu Mika. Das ist doch schon wieder ein MT, Reverend. I hear you've been getting into trouble again. I never liked Catholics, Mr. Matthews, but maybe they're right. I need to confess. Hat er denn schon wieder gemacht? That's a business I know nothing about, Reverend. That's between you and God. Sometimes I feel as if he cared, he would have killed me years ago. That's a feeling I can relate to. Ach, ich mag den Jose. Den Jose mag ich bis jetzt am liebsten. Der Reverend, der säuft ja immer nur und ist ständig, nicht ständig in seiner eigenen Kotze. Gut, Dutch ist auch in Ordnung, aber ja, er dirigiert eben, sag ich mal. Ja. Lenny, natürlich. Lenny, unser Saufkumpan, ist super Kerl. Und die anderen kenne ich noch gar nicht so sehr. Die Mädels sind auch in Ordnung. So, dann schauen wir doch mal, ob wir Mika hier befreit kriegen. Wird auf jeden Fall ein langer Weg. Und ihr seht, ich habe noch zwei perfekte Gabelbockfälle. Erlegt oder mir geholt, wenn ihr es so wollt. Na, hier hat es gebrannt. Hey there. Grüß dich! Oh, sieht das wieder schön aus, Leute. Jedes Mal aufs Neue. So, wir können auch mal ruhig Ausschau halten, weil mit dieser Tasche, die wir jetzt haben, können wir auch mehr Kräuter sammeln. Generell ein paar mehr einstecken. Na komm schon, Mr. Belvedere. Gib mal richtig Zunder. Ach, ich würde auch gerne mal wieder ein Pferd reiten. Habe ich ewig, ewig lange nicht gemacht. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich so 15 oder 16 war.
Ist echt cool, Leute. Also, wenn ihr die Gelegenheit habt, mal zu reiten, dann tut es. Und damit meine ich nicht nur die Frauen. Nein, Leute. Und Mädels. Ihr kennt doch meinen blöden Humor. There we go. Ach schön, so rüsten wir gleich mal unser Zeug aus, bevor wir hier noch erste Halunken treffen. Ja, mein Messer habe ich im Lager gesucht, habe es aber nicht gefunden, Leute. Also, das ist mal wieder sehr seltsam. So, Pferdesalbe und der Striechel. You okay, boy? Alles gut, mein Freund. Wir müssen die Verbundheit unbedingt noch steigern. Wer ist denn da im Wasser? Das gucken wir uns jetzt aber noch mal an. Ja? Oh, da oben fährt der Eisenbahn lang. Ist das geil! I hope you ain't looking for gold, partner. I ain't seen so much as a fleck round here. Well, good luck to you. Ah, da ist der Goldwäscher. Here we go. Gucken, ob er was findet. Hey, give me some goddamn space here, will you? Ja, ist so gut. Just curious is all. No need to get rattled. Mach ruhig weiter, mein Freund. Ich will mir das nur mal angucken. Aber ich glaube, das hätte ich auch gemacht. Im Wilden Westen. Ab und zu mal Gold gewaschen. Kann man ja eigentlich auch jetzt noch machen. Na, vielleicht findet er da ja was. Er freut sich über einen Zigarettenstummel. I'm being nice to you, so be nice to me. Alles gut, mein Freund. Ich bin doch nicht Böses. Look at this. Oh, who's got gold? Er hat was gefunden. Look at this, baby. Wie er sich freut. Jawohl. Guess you found some after all. Good for you, friend. Yeah. Barely size of a pebble. Don't know why I got so excited. Wait till Tex sees this. Oh, the look on his face. Naja, immerhin hat er was gefunden, der alte Halunke. Schön. Das Glück ist mitten dumm. Yep. So, weiter geht's. Auf zu Mika. Munition haben wir genug. Ah Mist, ein paar Pfeile wollte ich mir noch mitnehmen, aber naja. Wildpferde. So, hier in der Ecke waren wir nämlich noch gar nicht. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar schöne Tierchen, die wir noch nicht kennen. Wer weiß, wer weiß. Ich dachte eigentlich, dass die Mission mit jemand anders zusammen ist, aber vielleicht warten da auch schon ein paar Leute auf mich. Easy. So, können Sie ja mal schnell einen Überblick verschaffen. Rick's Station. Ah gut, es ist gar nicht mehr so weit. Ja, ich nehme an, das wird nicht so leicht, aber wir probieren es auf jeden Fall. Ich möchte mich jetzt eigentlich auch nicht mehr ablenken lassen, aber ihr wisst, das ist nicht so einfach. Hi there, Mister. Aber es sieht auch geil aus, dieses Jagdoutfit irgendwie. Also mir gefällt das sehr gut. Diese dunkelbraunen Kutter und dieser dunkelbraune Hut. Und wie immer ein großes Dankeschön an euch, die YouTube-Community, dass ihr mir ja immer mal was schreibt und meine Videos anklickt. Das gefällt mir sehr gut. Oh nein, es kommt natürlich wieder was dazwischen. Stop, please stop, oh, I beg you.
I'm in bad sorts here. I took a little jolt and have managed to get myself hopelessly lost. Oh nein, das hat sich verlaufen. I'm in Strawberry. If you could just guide me back. Ja, komm, da wollte ich eh hin, glaube ich, oder? Oh, thank you, sir. Well, after you. What possessed me to come out here, I'll never know. Na komm. What are you doing out here anyway? It clearly ain't your natural habitat. No, I'm just visiting. I'm from New York City, actually. Ja, aber steigst du jetzt auch mal auf, oder? You don't say. Oh, yes. There was some talk at the country club about this burgeoning little resort town called Strawberry. So I thought it might be quite the trip to see what all the fuss was. Perhaps make a few investments while it was still undervalued. Is something wrong? Oh, cool, do you see something? New York. Ich hab nichts okay, gesehen. Okay, now where was I? Ah, yes. Okay, boy. Turns out I was made the fool. Ja, willst du jetzt endlich mal aufsteigen, sonst reite ich hier alleine los. Not enjoying it, Dan? It's a town of splinters. If you could call it much of a town at all. Da will ich nicht aufsteigen. I'd hardly stepped off the carriage and I'd taken in the whole place. Sag mal. Sir, why are we stopped? So anyway, as I was saying. Ach, er will wahrscheinlich laufen. Na gut, dann lauf mal eben. I suppose some might call it charming. Let me tell you, charm is not worth much these days. You show me a timber frame shack and I'll show you Broadway. Soll ich denn jetzt die ganze Zeit hier zuhören, während wir so langsam vor uns hin? Blowhard. A little bespoke woodwork and he thinks this is a cultural hub? The man's completely deluded. Well, I should give him some credit. Da schimpft nur über alle rum und er ist der Beste von allen. After all, more fool me. Now I'm tromping through the leaves and the muck with some cowboy. No offense. Ja, das ist das auch. Ich finde nicht so nett, den Kerl. Er hat anscheinend nichts übrig für die nicht so zivilisierten Gegenden. Oh, ja, wenn er aus New York kommt. So, findest du jetzt alleine zurück oder was? Hey, Mister. Hi. Der will aber auch nicht aufsteigen. Wahrscheinlich schafft er es nicht mehr auf dem Pferd zu steigen. Bricht sich hier aber alle auf. Ich habe hier gerade einen großen Papitihirsch gesehen. Das wäre ein gutes Ziel für uns. Aber wenn, dann mache ich das erst später. So, Kutsche, komm bitte mal runter hier von der Gasse. Oder fahren Sie mich noch? Oh, ganz schön Betrieb hier auf der Straße nach Strawberry. Da war da auch noch irgendwas anderes. Klar, das hier war auch irgendwo ein Fort, glaube ich, bei Strawberry. So, das reicht doch jetzt, oder? Also, es passiert ja auch nichts Spannendes. Jetzt sagt er auch nicht mehr. Ein Eichhörnchen. Und ein schöner Karnickel. Karnickel. Ist schon seltsam, wenn man manche Wörter komisch ausspricht oder anders ausspricht. Wie komisch die sich dann anhören. Wie zum Beispiel das Wort Karnickel. Oder wenn man zu Iron Maiden Iron Maiden sagt. Und ich habe mal echt jemanden kennengelernt. Ist kein Witz. Ja, jetzt gibt die Kohle her. You seem quite the resourceful sort, sir. If for some reason you plan to spend any time in Strawberry, you may want to look into that gabbing mayor. Something is definitely off with him. Also, ein Bürgermeister unter die Lupe nehmen. Naja, ich kann es mir mal anhören. Maybe stay in town for now, huh? Ja, verlauf dich nicht wieder. Thanks anyway. So, jetzt hat er die Stadt wieder gefunden. Jesus. New Yorker, unglaublich. Sag mal, hier sieht's ja übelst geil aus. Wisst ihr, was mich das erinnert?
Wenn ich mich jetzt hier so hinstelle, ist es nur so leicht. I never thought I'd be so happy to see this pulp heap. Sei jetzt bitte ruhig, du nervst mich gerade. Das erinnert mich volle Kanne an, wie hieß das in Skyrim, Flusslande oder Flusswald. Ja, daran erinnert mich Strawberry, zumindest der Eingang hier. Ja, aber was ich noch zu Ende erzählen wollte, ich habe einen kennengelernt und ihr wisst ja, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dass ich ein Metaller bin und ich höre sehr gerne Metal. Hey, Mister. Und habe ich echt einen kennengelernt. Er hat gesagt, ey, kennst du eine geile Band? Ich sag, ja, was denn für eine? Dann sagt er, Iron Maiden. Und ich sag, was? Iron Maiden? Ich sag, kenne ich nicht. Na, Iron Maiden, die haben ein Lied gemacht. Dann hat er irgendwas mit Trooper gesagt, ziemlich lang gezogen. Hat nicht Trooper gesagt, sondern Trooper. Und dann ist mir klar geworden, er meint Iron Maiden. Und ich dachte, ach du liebe Güte. Ja, also echt, da habe ich mich fast scheckig gelacht. So, aber wir sind angekommen in Strawberry. So, was gibt's denn hier Schönes? Der Zeitungsverkäufer, kann man jetzt endlich wieder eine Zeitung kaufen? Und anscheinend immer noch nicht. Sag mal, ist das vielleicht ein Bug, dass ich keine Zeitung mehr kaufen kann? Oder kann man wahrscheinlich nur in jedem Kapitel eine kaufen? Das kann natürlich sein. Guten Tag, die Dame. Hello there, sir. Oh, da kehrt schön, die Frau wäscht Wäsche. So muss das sein. 50-50, so wie bei mir und der Niki. Immer schön aufgeteilt. Ja, ist ja gut. Ich stehe wieder zu nah dran, Leute. 3 mal erstmal weiter. Wir gucken erstmal, was hier so abgeht. Oh, ist das eine Herberge hier? Und dann machen wir erstmal das Pferdchen fest. Wenn das eine ist, ich weiß es nicht. Hello. Ja, ein Welcome Center. Oh cool, die sieht aber geil aus. Also wenn ich die Kohle hätte, würde ich sogar da jetzt noch gastieren. Die sieht ja echt richtig geil aus. Oh, schön. Ja, ich kann mich da mal sehr für begeistern für sowas. Schöne Holzarbeit. Einmal frei. Welcome. New in Strawberry? Heilig. So, ich hätte erstmal, würde ich ein Zimmer mieten, gerne. Du hast ein Zimmer gemietet und kannst dort deinen Spielfortschritt speichern und deine Outfits wechseln. Sehr schön. Und eine Bad gerne hätte ich. Alright, head on over when you're ready. Ich muss, wo muss ich denn hin? Hoch fürs Bad, okay. Oh, hier sieht es echt schön aus. Hier würde ich mir eine Hütte kaufen, in den kleinen Ort. So, wo ist denn das Bad? Hier? Nee. Doch. In der 2. So, lassen wir uns erstmal schön Dreck vom Wanst rubbeln. Ah, da würde ich mich auch freuen. So, und ja, waschen wir erstmal, würde ich sagen. Schön die Haare. Ja, so muss das sein. Wir haben ja $218. Das sollte uns das nicht so wehtun. Aber wer macht das Stört nicht, der Arthur? How about some assistance? Du kannst gerne reinkommen. Yeah, okay. Sure. Gucken, wen wir da haben. Great. Now just sit back and relax. Ha, wo ist denn der kleine Schlingel? Waschi waschi machen. Ja, whenever you're done, just say the word. Ah, schön. You're gonna feel so good after I'm through with you. You must get some bad men in here. The more you get to know this place. Vor allem was für Luxusbad, Leute. Treat yourself sometimes, für 50 Pence. Absolutely. Wunderschön, da steht gleich der Sekt mit da und oh, herrlich. Yeah, I was nearly married once.
She never bathed me. Oh, I'm not sure what to do with that. Ah, jetzt hat er ja die Geralt-Pose. Ja, ja. Und dann mal schön schnell mit über einen kleinen Stamm gefahren mit der Hand. Ich sehe das doch. So, you must have a feller. Ja, hat sie einen Freund? Well, wouldn't you like to know? Ja, ich würde das gerne wissen. What do you do when you're not working? Was machst du denn, wenn du nicht arbeitest? I help nanny some of the children around here, doing what I can to get out of this place. Oh, sie hilft Kindern. I've had quite the run of bad luck recently. Goodness, warum greift sie denn aber immer wieder zwischen meine Beine? Das ist doch, hä? Well, anyway, I'll shut up now. Don't you worry about a thing. You're so kind. So, und jetzt sind wir wieder super stark sauber. Sehr schön. But you wish I could stay longer, huh? Ja, natürlich würde ich wünschen, du würdest länger bleiben. Oder Arthur natürlich. Aber nein, er hängt da bei seiner Verschlossenen. Und jetzt kriegt man noch ein Küsschen. You take care. Heilig, pass auf mich auf. Oh, jetzt riechen wir auch wieder super gut. Jetzt riechen wir nicht mehr wie ein Cowboy, sondern wie ein feiner Kerl. Nothing like a good bath, huh? Ja, das war super. So. So, wo ist denn jetzt der Mika? Da ist der Knast. Können wir irgendwie mit den Quatschen hinten rum? Nee. Oh, das sollte man vielleicht nicht so oft machen. Dass der Sheriff gleich rauskommt. Gut, wir gucken mal im Knast. Hello, sir. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang, Como Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight. Two men got killed. Now, one of them's an idiot. The other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Die wollen sie aufhängen, verdammt. Thank you, Sheriff. Hat er clever gemacht. Also sagt, er sucht hier Driscolls. You think these bars can hold me? You hear me? Da ist er, der Mika. Hello, old friend. Had a good time, did you? You gonna get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months. And now, I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Haben sie aber ganz schön sich geprügelt. Verdammte. Maybe that steam donkey over there still works. Punkt, Punkt, Punkt. Finde einen Weg, Mika zu befreien. Ha, wie befreien wir dich denn? Das ist schwierig, schwierig, schwierig. Ah, wir haben noch schönes Dynamit sogar. You might want to step back a bit. Wollen wir es echt auf die Art machen? Na gut. Dann sprengen wir die Hütte frei. This wall just needs some good force. Ah, das ist Dampfwinde. Jawohl.
Vor allem einfach mitten in der Stadt. Da kriegt man erstmal ein riesiges Kopfgeld wahrscheinlich. Just pull that lever. Come on. So, erst berufen wir unser Pferd her. Come on. Yep. Come on, you gotta try something. So, wo müssen wir denn jetzt dran ziehen? Don't leave me in here, Morgan. Ich will dir helfen. Ich muss nur erst mal gucken, wie das Teil hier funktioniert. Obwohl der Mika, ja, der Morgan mag den Mika eigentlich nicht so, weil er wirklich immer eine große Gusche hat. So, hier ist der Hebel. Oh, der geht aber schwer. Let's get out of here, come on. Oh, das ist der Odriscoll, gleich den Odriscoll getötet. Na prima, jetzt ist die Kacke am Dampf. Ja! Na, da versteckt sich. Boah, weggebolzt. Don't go that way. Let's get the hell out of here. Trust you. You have. Oh, you already lost your damn mind. If you had. Macht euch alle vom Acker. A maniac. I should have left you to hang. So, wir müssen erstmal schnell hier aus der Stadt raus. Wir legen uns hier mit der ganzen Stadt an. Ja, das wollte der auf jeden Fall machen. Ja! Andere Karte. Oh, es kommen immer mehr. Ja! So, schönes Lachen ins Gesicht geschossen. Nehmen wir nicht einfach das Pferd und hauen ab. We really should get out of here. Calm yourself, woman. Like I said, I need to see some. Skinny, get out here. Wie wollen wir das Kopfgeld bezahlt? Ja, das wird schwierig, Leute. You always was a letdown, you fat sack of crap. Excuse me, man at Arthur. Oh nein, was will er denn? Jetzt kommen gleich bestimmt noch mehr Gesetzeshüter auf uns zu. Oh, was ist denn das für ein Kunde? Jetzt macht er die alle kalt da drinnen. They had something of mine. My guns. I showed him. Ach, da hat sich. Show the rest of this town. You have really lost your distance. I want that bastard dead.
Oh, jetzt haben sie meinen Hut weggeschossen, Leute. So, wo ist denn hier noch einer? Na kommt her, ihr Hunde! Ah, Mist, nicht getroffen. Das ist doch Holz. Müsste doch durchgehen. Ah. Ja, nehmen wir mal wieder schön Kautabak. Nimmt den Kautabak nicht. So, jetzt muss ich es doch langsam erledigt haben. Ist das heftig, Leute. Kranker Kunde der Mika. Das ist wirklich der Trevor von GTA. Genau dasselbe. Einfach nur krank. Yeeha! Manometer ins Filter. Also jetzt haben wir aber ganz schön viele Leute umgelegt. So, tun wir gleich mal die Pistole weg. Making a house call in the middle of all that? Ain't much I care about more than those guns. That much is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah, we ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny too. Ja, Lenny schon da auch was, also Lenny hat's ja rausgefunden. Yeah, well, you're lucky Dutch has got your back. Some unknown reason. Oh, da hinten ein übelstes Gewitter. Ist ja krass. I think we finally lost him. Well, I hope so. I'm giving you a holster. My way of saying thank you. And thank you. Oh, neues Holster. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp around back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Yeah. Na, bei Dutch würde ich mich jetzt auch erstmal nicht mehr blicken lassen an seiner Stelle, aber Manometer, da ist so krank der Typ.
Heftig, heftig, heftig. So, was haben wir denn für ein Holster bekommen? Zweitholster. Zweitholster. Ja gut, das ist das ganz normale Zweitholster. Wir haben es ja jetzt schon länger, weil wir es uns selber gekauft haben. Also hätten wir es auch automatisch bekommen. Ermöglicht es dir zwei Handfeuerwaffen gleichzeitig zu ziehen und abzufahren. Ja, das haben wir ja gemacht jetzt. Materialtasche. Sonst wäre die Mission, glaube ich, auch um einiges schwieriger gewesen. Schätze ich mal. Aber meine Güte, ist der krank, oder? Er ist doch richtig krank. Also am liebsten würde ich jetzt nach Strawberry zurückreiten. Oh, ich glaube, da können wir uns ewig nicht blicken lassen. Ich könnte natürlich hier mal gucken, ob wir unsere Schulden gleich bezahlen können. Das werden wir gleich mal machen. Oder ob das missionstechnisch jetzt gar nicht so ist, dass wir dann ein Kopfgeld haben, weil das zur Mission gehört hat. Ich meine, wenn sie Wert auf Realismus legen, müsste es eigentlich so sein. Das sieht ja aus. Ein großer Mann auf einem kleinen Pferd. Hast du Scheiße im Hirn? Freilich, ich bin der Affenkönig dämlich. Was denkst du? Mit der Name Herkunft. Ich hatte schon als kleines Kind Scheiße im Hirn. So, schauen wir mal, ob wir da jetzt Kopfgeld haben. Welcome. How do you do? Kopfgeld bezahlen. Ready for a clean slate? Oh, $85. Prima. Don't worry, we'll contact our folks in West Elizabeth. Naja, da haben wir es wenigstens erstmal bezahlt. Das hat uns ja richtig viel gebracht, die Mission. So, mit diesem wunderschönen Anblick hier werde ich den Part erstmal beenden. Wir sehen uns bald wieder in Red Dead Redemption 2. Und dann heißt es, neue Mission, neues Glück. Lasst mir ein Like da und macht's gut.